Hallihallo und willkommen auf meinem farbenfrohen Kanal. Dieses Jahr starten wir in Serbien, in einem wunderschönen Ort, Zlatibor. Wow. Zlatibor ist ein Luftkurort mit einer sehr langen touristischen Tradition. Angebote für den spannenden Aufenthalt sind vielfältig, ebenso wie die Angebote für die Entspannung und einfaches Naturgenießen. Die Preise für alle sind ebenso unterschiedlich. So kann man im Zentrum einen Tee in einem Lokal um 1,60 Euro genießen oder in einem Lokal daneben um 4 Euro. Als eine von vielen Einkaufsmöglichkeiten ist eine Piazza im Zentrum vorhanden, wo die Hersteller ihre Produkte aus diesem Gebiet anbieten und wo Souvenirs und Kleinigkeiten zu besorgen sind. Gondelbahn fährt bis zum Skigebiet Tornik. Die Konsequenzen des Klimawandels spüren wir alle in Europa, daher auch Zlatibor heuer ohne Schnee für Silvester. Früher war der Ort ruhig und beliebt wegen seiner Natur, großen Flächen der Kiefernwälder und Schneewiesen im Winter. Heute verwandelt sich Zlatibor in ein echtes touristisches Zentrum. Gerade jetzt wird hier viel gebaut, daher sind überall Baustellen zu sehen. Wow! Und der Dino ist ja lebendig. In der Nähe des Zentrums befindet sich ein Dino-Park. Dort findet jedes Kind was für sich. Neben großen Dinos, die fast lebendig aussehen, findet man noch großen Klettergerüst in einem Abenteuerpark, Bogenschießen, Minigolf, Kinderquarz und so ähnliches. Ja, alle, welche da sind, bewegen sich. Er kann schwimmen, er geht oben, dann geht er in das Wasser und dann sucht er überall Fisch und wenn es hat, dann geht er wieder oben. Mhm, verstehe. Das ist so wie ein Dorf. Und dort gibt es einen Park. Und was ist ja hier drin? Kirche. Eine Kinderkirche. Und schau. Und wie fühlt sich an? Im Preis eines normalen Tagestickets ist nicht alles beinhaltet und für vieles muss noch was dazu bezahlt werden. Eine kleine Pause zu machen ist möglich. Da gibt es ein Restaurant dafür mit einem Spielraum für kleine Kinder. Hoffe, es gefällt euch das, was ihr gesehen habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.